In Auswärtstrikot vor heimischer Kulisse. Das hatte einen Grund. Laura Emmons wollte erst im Ball spielen. Also dieses Pokalfinaltrikot, was aber ein schlechtes Omen hat, weil es damit nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir natürlich in Schwerin in Schwarz gewonnen. Wir haben gegen Suhl in Schwarz gewonnen. Wir haben mit Suhl zu Hause in Schwarz gespielt. Ja, dann bleibt nur sozusagen auch Schwarz übrig. Und deswegen hoffe ich auch, dass es heute auch hält. Siegbringend sollten die Trikots also sein gegen den SSC Palmberg Schwerin. Und Potsdam legte direkt gut los. Erster Ballwechsel, erster Punkt. Maja Savic, die Mitte, der Schnellangriff. Ein ganz entscheidendes Element für den SC Potsdam. Die Gäste aus Schwerin hingegen wollten mit dem Aufschlag früh Druck ausüben, um so ihr Spiel aufzuziehen. Und auch das gelang in der Anfangsphase. Lina Alsmeier startete direkt zu Beginn des Durchgangs eine Aufschlagserie. Das Spiel von Beginn an intensiv, beide Teams nicht gewillt, auch nur einen Zentimeter Feld herzuschenken. Beide Teams mit guter Arbeit im Block- und Feldabwehr. Versuch des spektakulären, schnellen Tempos des SSC Palmberg Schwerin und sie ist eine der ganz wichtigen Protagonistinnen des SC Potsdam. Anne Nemeth, auf sie wird es ankommen, auf Diagonal. Der Satz eng. Potsdam mit leichtem Vorteil, aber nochmal Blick auf Annette Nemeth. Sie hatte mit Formschwankungen zu kämpfen in der Rückrunde, in den Playoffs. Und diese Fehler schlichen sich immer wieder ein bei der Potsdamer Diagonalangreiferin. Eigentlich ein leichter Punkt für sie. Und so ging es in die Satzverlängerung. Wie schon in Halbfinale 1 vor einigen Tagen, das Spiel auf Messers Schneide. Tolle Abwehr der Potsdamerinnen. Nochmal zugepackt von Jekdic. Und dann Annette Nemeth, der erste Durchgang, der kann so wichtig sein, der kann so richtungsweisend sein, entsprechend gelöst. Das Potsdamer Publikum und die Spielerinnen auf der anderen Seite, Felix Kozlowski, unzufrieden mit sich, mit seinem Team und auch mit dem Schiedsgericht. Er haderte früh in der Partie. Aber es bringt ja nichts. Mund abwischen, weitermachen, Satz 2 kommt ganz bestimmt und auch der war richtig eng. Emmons mit dem Tipp, Chance zum Ausgleich des SSC Palmberg Schwerin. Super Abwehr hinten von Hester Jasper. Nächste Chance, Schwerin, aber die Gäste brachten den Ball nicht auf den Boden. Emmons. Und dann die Netzberührung des Blockes der Schwerinerinnen in dieser wichtigen Phase. Möglicherweise spielentscheidend entsprechend gelöst. Eugen Benzel, der Teammanager des SC Potsdam, er hatte mit den Glückstrikots in Schwarz recht behalten und die Unglückstrikots in Blau beim SSC Palmberg Schwerin. Nächster ganz entscheidender Ballwechsel. Möglichkeit vielleicht wieder ranzukommen für den SSC Palmberg Schwerin. Tolle Abwehr, Anna Pogani. Aber auf der anderen Seite Alexandra Jekdic und Hester Jasper. Sensationell. Felix Kozlowski unten war der Meinung, der Ball war schon auf dem Boden. Sie zogen aber keine Challenge und Laura Emmons zog den Punkt. 24:21. Frust bei Schwerin. Großer Jubel beim SC Potsdam. Und dieser Punkt, der gehörte zu einem großen Teil Hester Jasper. Sie machte eine exzellente Partie. Nächster Ballwechsel. Satzball Potsdam. Und dann dieser Block von Hester Jasper, die kleinste Angreiferin des SC Potsdam. Hochgehoben Richtung Potsdamer Hallendecke. Das war groß von Hester Jasper. Und draußen natürlich auch die Emotionen bei Eugen Benzel, dem Teammanager des SCP Potsdam. Hat den Supercup dieses Jahr gewonnen. Im Finale des Pokalwettbewerbs knapp gescheitert am SSC Palmberg Schwerin. Jetzt stand das nächste Finale in Aussicht. Aber auch Durchgang 3 umkämpft. Und Schwerin, auch die machten aus schwierigen Situationen Punkte. Notzuspiel Anna Pogani und die Ex-Potsdamerin Lindsay Ruddins mit einem guten Angriff. Es war ganz eng. Es kam auf die Kleinigkeiten an in diesem zweiten Halbfinalspiel der Serie Best of Three. Aber Potsdam mit dem Vorteil des gewonnenen Spiel 1 im Rücken, dem Vorteil der Fans im Rücken und damit vielleicht auch mit etwas mehr Selbstvertrauen in den entscheidenden Szenen. Schwerin hingegen begann wieder Fehler zu machen und das in der Schlussphase des Durchgangs. Ein Break hinten zu diesem Zeitpunkt. Kurz danach der zweite Matchball der Potsdamerinnen. Laura Emmons, eigentlich ein Notball, aber diese Dinger fallen eben an einen solchen Abend dann auch mal rein. Potsdam feiert das zweite Finale um die deutsche Meisterschaft in Serie, will endlich den großen Wurf, will endlich den Titel und feierte diesen Finaleinzug fast schon wie einen eben solchen.